Hallo zusammen hier im Spin Factory Test Center in Köln. Wir haben heute wieder Lennart hier. Lennart, vielen Dank erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Du bist ja jetzt kurz vor den US Open. Saison ist vorbei. Wie geht's nächstes Jahr bei dir weiter? Ja, beim ersten FC Köln geht's weiter. Aber jetzt in der Sommerpause, wie du gesagt hast, spiele ich ein paar Turniere. Vor allen Dingen jetzt freue ich mich auf die US Open in Las Vegas. In einigen Wochen immer eine gute Möglichkeit, in der Sommerpause mal solche Turniere zu spielen. Ja, und für uns natürlich auch super, weil dann Lennart natürlich mehr Zeit zum Testen hat. In der Saison immer etwas schwierig. Wir haben heute für euch jetzt eine interessante Marke, die wir dieses Jahr auf der ISPO entdeckt haben. Heißt Förster. Die Marke wird von zwei Franzosen entwickelt und designt. Insgesamt hat Förster 6 Hölzer auf dem Markt. 3 davon werden in Europa produziert und 3 in Asien. Lennart wird für uns heute jetzt testen das Kiri Lasotex, nennt es sich. Du hast wahrscheinlich von der Marke Förster auch noch nicht gehört, genau wie wir vorher. Genau, ich habe bis jetzt noch nichts gehört, bin aber ganz gespannt. Also geht es völlig offen in den Test rein. Du hast dir schon angeguckt, es ist ein 7-schichtiges Holz, eine 5+2 Furnierkombination. 5 Holzschichten mit 2 Kiri Lasotex, eine neue Carbonfaser, die von Förster speziell entwickelt worden ist, die angeblich jetzt auch aus dem Flugzeugbau kommt. Muss man auch abwarten, wie sich das dann darstellt. Wie ist so dein erster Eindruck mit den Belegen? Ja, ich habe ja meine normalen Belege drauf. TNG05 auf der Vorn- und 64er auf der Rückhand und macht einen ziemlich schnellen Eindruck, ehrlich gesagt. Also ein ziemlich direkter Kontakt bis jetzt, gerade bei dem 05er. Die ersten Topspins, die ich jetzt gezogen habe, waren schon vergleichbar mit den japanischen Hölzern, die ich bis jetzt gespielt habe. Auch mit Carbon-Schicht damals immer. Das heißt, ich bin gespannt, ob es wirklich so schnell auch ist. Okay. Wir werden das jetzt ausführlich testen für euch. Wir spielen dazu natürlich aufgrund der demnächst folgenden Umstellung den Butterfly-Plastikball, die 3-Stern-Qualität, und schauen uns jetzt mal an, wie Lennart dann umgehen kann im Vergleich zu seinem bisherigen Holz und werden uns danach zurückmelden. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen hier zurück in Köln. Lennart hat das Kiri Lasotex von Förster getestet. Lennart, dein erstes Fazit, dein erster Eindruck? Vor allen Dingen bei der Vorhand, die für mich entscheidend ist, was Aufschlag, Rückschlag angeht und erste Balleröffnung vor Topspin, war ein ziemlich direkter Kontakt. Gerade beim Aufschlägen hatte ich das Gefühl, dass er sehr gut auch mit dem Tenergy zu kombinieren war. Sehr viele Aufschlagpunkte gemacht, das heißt sehr viel Schnitt auch direkt von Anfang an drin gehabt. Das ist eigentlich selten bei mir bei Hölzern. Das heißt, ein sehr guter Kontakt irgendwie zum Holz. Und bei Vorhand Topspin war für mich besser, deutlich besser die Effet-Varianten mit viel Rotation. Also das war sehr gut. Klar, dass er ein bisschen anders ist als jetzt mein anderes Offensivholz. Aber auch relativ viel Power bei den Bällen nach dem ersten Block. Vor allen Dingen wichtig aber die ersten Bälle mit Rotation. Sowohl Aufschlag, Rückschlag als auch die erste Öffnung war sehr gut direkt von Anfang an. Förster bezeichnet das Holz jetzt selber als Off-Plus-Holz, ist ja hier auch so genannt. Bei Off-Plus-Hölzern, gerade in Kombination mit diesen Carbonfasern, ist ja häufig so, dass das Gefühl doch stark leidet. Gerade bei so einigen Hölzern hat man doch das Gefühl, einen Knüppel in der Hand zu haben.
Wie ist deine Einschätzung hier? Ist das Holz auch für Spieler spielbar, die jetzt vielleicht nicht so hoch spielen wie du, sondern die jetzt im Bereich Kreisliga bis Verbandsliga, Oberliga spielen, oder ist es einfach zu schnell, wie man das von vielen, zum Beispiel auch chinesischen Hölzern kennt, die dann einfach wirklich knüppelhart sind? Nee, also knüppelhart fand ich es nicht. Es war schon sehr schnell, das muss man schon sagen. Auch gerade beim Rückhandblock, wo ich jetzt auch eher passiv spiele, muss man sich schon ein bisschen gewöhnen. Ich habe das Gefühl, es war wirklich ein richtiges Offensivholz. Aber die Kontrolle gerade bei der Vorhandöffnung fand ich jetzt, war eben nicht dahingehend, dass man so ein Prügel in der Hand hat und irgendwie gar nichts kontrollieren kann. Gerade in Kombination mit einem sehr schnellen Belag, den ich gespielt habe, ging das noch ganz gut. Ich hatte erst ein Problem bzw. ein bisschen weniger Kontrolle bei den Bällen nach vorne, also auf den ersten Block, richtigen Winner zu spielen. Da sind ein paar Bälle rübergegangen, weil es einfach wirklich schnell ist. Und da muss man wahrscheinlich dann ein paar Mal häufiger mit trainieren. Aber ja, wie gesagt, die EFE-Varianten waren auch alle kontrollierbar. Hand aufs Herz, siehst du das Holz als Alternative? Es ist natürlich preislich deutlich attraktiver als viele Hölzer aus japanischer Produktion. Es liegt deutlich unter 100 Euro. Siehst du es als Alternative für Carbonhölzer, für Spieler, die mit Carbonhölzern spielen, also diese 5+2-Kombinationen bevorzugen, oder ist es dann doch vielleicht qualitativ nicht gut genug? Gut, ich habe das natürlich jetzt eher hier sozusagen getestet zum ersten Mal. Ich würde ihm auf jeden Fall eine Chance geben und noch ein bisschen mehr damit trainieren wollen, um da so ein endgültiges Fazit zu ziehen. Aber es macht auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck, einen hochwertigen Eindruck. Nicht den Eindruck wie bei vielen anderen Hölzern, die ich bisher getestet habe, wo man eben keinen Vergleich ziehen konnte jetzt zu den Premium-Hölzern aus Japan. Macht das schon den Eindruck, dass man gerade für mich fürs Vorhandspiel damit zurechtkommt. Und das ist für mich super wichtig, gerade im Aufschlag-Rückschlag-Bereich da einen guten Touch von Anfang an zu haben. Dementsprechend glaube ich schon, dass es das eine Alternative sein kann, durchaus. Dann dir schon mal vielen Dank. Ja, für euch heute der erste Test eines Försterholzes, eine Marke, die ganz neu auf den Markt gekommen ist im Jahr 2015. Wir sind gespannt, wie die Hölzer bei euch draußen ankommen werden. Wir werden einige weitere Hölzer von Förster testen und freuen uns auf euren nächsten Besuch hier. Bis bald. Ciao. Ciao.